Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück. Oh Gott, diese Anmods werden immer schlimmer. Wir sind, glaube ich, würde ich behaupten, auf einem guten Weg, Lady Dimitrescu persönlich zu erledigen. Du möchtest etwas kaufen? Das Problem ist, ich weiß nicht, ob wir die Kristallfragmente, die kristallinen Schädelflügel, Torso, Silberring, Weinglas, Engelstatue, Ingrids Halskette, roter Schädel oder so, ob wir die alle brauchen, wisst ihr? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Frau Dimitrescu wenig an Munition fressen wird. Beachte mich gar nicht. Und ich sag mal so, hier nochmal 10.000, hier nochmal 18.000, 28.000, 29, 33, ja, also so um die 50.000 bräuchten wir mindestens, um alles im Maximum zu kriegen. Ja, und wenn ich mir das hier so angucke, warte mal, kann ich mal kurz rechnen? Das sind 10.000, das dürften auch nochmal 10.000 sein, das dürften 7,5, nee, 7,7,7,7,2 sein. Plus 3 mal 5 sind 15.000, damit kriegen wir schon 40.000 alleine für die ganzen Sachen hier. Ja, Weinglas. Also kristallinen Torso und so, ich glaube, das sind so Dinger, die wir verkaufen können. Aber Silberring zum Beispiel, ich glaube, den brauchen wir noch. Weinglas brauchen wir genauso. Engelsstatue, das ist so ein bisschen beides zu persönlich. Das Weinglas. Vielleicht ist das irgendein Questgegenstand, ich weiß es nicht. Den Silberring, vielleicht kann man da auch noch was einfügen, so wie damals das Auge, weißt du? Vielleicht weiß ich nicht, kann man. Ach, da steht's. Ach, gucke mal! Wertvoll kombinierbar. Wertvoll. Okay, kombinierbar. Heißt, vielleicht bringt das sogar noch mehr Kohle. Roter Schädel. Ingrids Halskette. Können wir nicht kombinieren? Okay. Roter Schädel bringt auch nochmal 8000. Dann würde ich gerne. Wir haben gespeichert. Heißt. Danke für deine Treue. Ich habe ja nichts gekauft. Heißt, ich habe gespeichert. Wenn das ein Fehler ist, werde ich wahrscheinlich von hier nochmal anfangen müssen. Aber ich verkaufe jetzt so. Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Ich verkaufe jetzt, was ich gesagt hatte. Die 5, die 12, die 3, die 5 sind schon 43.000. Das Weinglas noch nicht Engelstein, roter Schädel. Rot ist so, ja, aber ich glaube, können wir auch verkaufen. Ich weiß, das wird sowas von. Was bringst du mir denn da Schönes? Warte mal, erstmal Magazingröße. Feuerkraft. Eins am Überlass anderen. das mir. Magazingröße vielleicht auch noch. Hier ist die Nachladegeschwindigkeit, glaube ich, auch noch wichtig. Hier die Feuerkraft auf jeden Fall. Die Magazingröße vielleicht auch noch. Die Frage ist, was hat. Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Munition will ich jetzt noch nicht kaufen. Wir haben aber hier ein erweitertes Magazin für die Lemi. Brauchen wir eigentlich nicht, weil wir gerade ein erweitertes gekauft haben. Erhöht die Feuerrate beträchtlich. Ist so. Bin eigentlich zufrieden mit der Shotgun. Wir warten sowieso immer ein bisschen. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten, Ja, die ich bin eine gerade kleine dabei. Gebühr verschlägt. Feuerrate von 0,45 auf 0,42. Und hier Nachladegeschwindigkeit von 2,7 auf 2,5. Das ist so. Müssen wir nicht haben. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Weiß ich nicht. Weiß ich genauso nicht, ne? Weiß ich nicht. Das wird so ein großer Fehler sein, ich Die sag's euch. Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Bis nächstes Mal. Ja. Herstellen. Wir haben 50 Muni. Das sollte eigentlich reichen. So. Ich hoffe, das ist kein Fehler, ne? Wenn nicht, wird das wahrscheinlich eine Archivfolge oder irgendwie sowas. Wir haben noch im Speisezimmer etwas und im Empfangszimmer. Ich glaube, ich würde erstmal zum Empfangszimmer und da nochmal gucken, ob es da irgendwas gibt. Ansonsten sind wir, außer die Haupthalle noch, komplett durch. Wir haben alles, wir haben alle Dietriche,
Glockenturm? Achso, das war das, ja. Turm. Noch ein Turm. Was für ein Turm? Okay. Erdgeschoss. Ja, man, im Verkostungszimmer noch etwas. Und in den Zellen. Okay, also müssen wir in den Weinkeller nochmal runter. Weil hier ist auch noch irgendwas. Das wird wahrscheinlich irgendwie eine Archivfolge oder keine Ahnung, irgendwie sowas. So, müssen wir mal gucken. Wo geht's denn in den Weinkeller? Terrasse. Gibt's da noch einen anderen Weg? Halle des Krieges. Hier geht's hoch. Die Küche und dann weiter runter. Okay. Das heißt, wir gehen ins Empfangszimmer, Speisezimmer und dann arbeiten wir uns durch. Okay, ich höre keine Schritte. Wir gehen unten rum. Was fehlt da noch im Fahrstuhl? Zwölfer Magazingröße. Okay, damit hat man das erledigt. Ab ins Speisezimmer. Ciao, ich gehe oben rum. Die kann aber nicht mit dem Fahrstuhl fahren, oder? Weil der ist doch schon ziemlich groß. Okay, Schlossdach und dann drunter. Und dann sind wir da durch das Atelier und dann. Okay. Was könnte in der Haupthalle noch fehlen? Haupthalle, was könnte da noch fehlen?
Ey, meine Fenster fucken mich ab, ne? Psst. Junge, atme doch nicht so laut. Junge, die hört dich. Die hört dich auf meilenweite Entfernung, Alter. Wahrscheinlich riecht die dich auch noch. So schwer wie du atmest, schwitzt du auch wahrscheinlich, ne? Ich guck grad die ganze Zeit nach oben, bei irgendeinem Kristall muss es wahrscheinlich sein. Hier vielleicht? Nö. Die Büsten, muss man die kaputt machen oder? Ich weiß es einfach nicht. Muss mein Kronleuchter runterschießen, also den großen hier, um sie zu erschlagen oder? Haben wir doch schon mal durchsucht. Genau. Hat's einfach wieder zugemacht. Psst. Psst. Wir haben immer noch die Fluchtmöglichkeit rechts raus. Wir sind hier nicht sicher. Die Luft an. Bitte was? Wie kann sie jetzt lang gehen? Sie ist da lang, das heißt, sie kommt nicht weit. Heißt wir? Ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was hier fehlen soll. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder... Oh, sie kommt näher. Psst, psst. Boah, mein Herz geht aber auch die Pumpe. Sie geht jetzt die Treppen runter. Psst. Psst. Okay. Was können wir machen? Was können wir noch looten? Die ist doch fast weg. Natürlich.
Erstmal nachladen. Nachladen ist wichtig. Was fehlt hier? Hier haben wir kein Kristall. Oder? Natürlich habt ihr ihn schon längst gesehen, natürlich. Oder gibt es hier irgendwelche Schubfächer? Oder? Natürlich. Scheißpulver. Geil. Okay, damit haben wir, glaube ich, fast alle Räumlichkeiten rot. Wir müssen jetzt nur in den Weinkeller nochmal. Oder halt hier ins Verkostungszimmer nochmal. Beziehungsweise gibt es hier hinten noch schmiedeiserner Schlüssel. Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Über die Terrasse kommen wir nicht mehr zurück. Wir kommen nicht mehr in die Terrasse rein. Wir müssten nochmal in Lady Dimitrescus Gemächer. Innenhof gleich rechts. Ist? Ach so, da vorne rechts. Ich würde hier gerne alles abgrasen, weil ich nicht weiß, ob wir zurückkommen werden. So, Lady Dimitrescu. Hier haben wir ein bisschen durchlüftet und wir sind dann damals nicht in dieses Zimmer hier rein, oder? Hier. Oha, was ist das für eine riesige Badewanne? Ja gut, okay. Verstehe ich schon. Der Lippenstift. Aber natürlich. Aber natürlich. Aber natürlich. Aber natürlich. So. Wie sind denn wir damals auf die Terrasse gekommen? Wir wurden runter. Warte mal. Nee, wir wurden nicht runtergeprügelt. Vom Schlossdach sind wir auch nicht rauf. Sind wir vom Wein? Doch, wir sind vom Weinkeller damals hochgekommen. Halle des Krieges. Okay, wir müssen jetzt den Innenhof. Oh Gott, durch die Küche und dann immer weiter geradeaus. Hier gibt's nichts zu looten. Okay. Ich würde gern alles mitnehmen, was wir haben. Weil vielleicht gibt es ja Munition, die wir genau dann brauchen. Okay. Innenhof hier und geradeaus rechts. Oh Gott. Hi. Oh. Weil die kristallinen Schädel, so habe ich logisch gedacht, kriegen wir immer von den Dingern. Ich glaube, die brauchen wir einfach nicht. Weil die droppen die einfach. Ist doch in Ordnung. So, das haben wir schon untersucht. Genau. Küche weiter geradeaus. Okay, hier haben wir damals die eine Schwester erledigt. Die erste. Durch Zufall natürlich. Hier gibt es nichts weiter. Aber natürlich.
Nur einen gibt's noch. Der quält sich da hinten irgendwo rum. Oh, zwei gibt's noch. Hi. Ruhe. Hi. So, hier waren wir in dem. Hier gibt es noch irgendwas zu looten. Okay. Einen Moment, gerade mal. Hier waren wir noch nicht drin. So, köstlicher Weinkeller hier. So. Schön, dass ich weiß, dass sie wieder spawnen. Macht mir richtig Hoffnung. Hier gibt's auch nichts. Ah, vielleicht in den Decken wieder irgendwie was, irgendwas, ne? Nee. Kann auch sein, dass ich mich täusche einfach nur. Das beginnt ja schon auf der Treppe. Aber hier oben gibt es auch nichts. Oder übersehe ich irgendwas? Hier beginnt es nicht. Es beginnt auf der Treppe. Vielleicht ist es auch einfach nur irgendein. Das sah gerade so aus. Aber da möchte ich jetzt keine Muni für verschwenden. Ja, hier siehst du, wegen der Spiegelung sah das so aus. Da waren wir schon. Tja, du, kann ich dir nicht beantworten, ne? Wahrscheinlich ist er wieder so gut versteckt. Jetzt schon weiter. Ach, hier müssen wir sowieso zum Dungeon rein. Schmiedeiserner Schlüssel. Ich dachte, wir müssen hier irgendwas einsetzen. Hier, so, weißt du, so ein Emblem. Davon dann die 3000. Na, dann mach die Tür wieder zu. Mach die Tür wieder zu, dann geht das Ding wieder hoch. Hallo, mach doch die Tür wieder zu. Natürlich. Rohrbomber. Kann ich mir schon vorstellen, wofür die benutzt wird, weil dahinter ist eine teilweise verbrückelte Wand. Schmied also noch Schätze. Okay, wir haben wieder zwei Kristallfragmente. Holy shit. Muss man immer so viele Rohrbomben verwenden? Ich hasse mich. Okay, und jetzt einfach nur die Dinger da hoch oder was? Brennt nicht. Warte mal. Nochmal ein neuer Versuch. Warte mal, wir lassen uns mal ausdingeln. Hä? Das andere? Nee. Ah, okay. Hat ja doch funktioniert. Okay, wie machen wir das? Die müssen wir jetzt wahrscheinlich aufeinander schwingen lassen. Hä, hey, was ist denn das für eine Schwingrate, bitte? Guck mal, die schwingen einmal. Die müssen ja entweder, ja, die müssen ultra leicht sein, weil dadurch der Luftwiderstand dann dem sagt.
dass der auch sich nicht irgendwie ein Seil schnappt oder einfach da und unten an dem Ring festhält, hier unten an dem Ring festhält und die einfach zusammenführt. Wie dumm ist der eigentlich? So wird's jeder normale Mensch machen, aber Ethan? Ethan ist was Besonderes. Natürlich ist Ethan was Besonderes. Okay, wir haben ihn jetzt auskurbeln lassen, okay. Aha. Okay. Okay. Bitte nicht aufspießen. Was gibt's hier drin? Oh, ein Auge. Mensch, das ist ja noch frisch. Hey. So, aber wir haben immer noch irgendwas Rotes. Hier gibt's jetzt nichts mehr, ne? Das leuchtet hier alles brav vor sich hin. Können wir hier rein? Wahrscheinlich nicht. Doch, können wir. Oh, Lei. Nice. Und gibt es hier auch noch was? Ah, sehr cool. Kristallfragment. Nein. Ah, jetzt ist alles blau. Wir müssen nur noch ins Verkostungszimmer. Weil da noch irgendwas Rotes. Und dann in den Weinkeller nochmal zurück. Okay. Ich habe ja gesagt, die Folge wird jetzt. Ich weiß nicht, ob die auch länger wird. So. Center. Geradeaus, dann rechts. Geradeaus, dann links. Dann hier links. Nee. Das war die Notiz mit den Frauen, die. Die mussten dann hier durch. Hier durch. Der hält schon wieder seine Taschenlampe so tief, ne? Hier gibt's noch was. Trust and Light. Warum wurde die Musik denn jetzt so spannend? Ist Frau Dimitrescu etwa eine Etage höher? Gott, meine Stimme versagt schon. Was gibt's denn hier? Hier? Nee, hier den Gang hoch. Gibt's noch irgendwas? Hä? Im Verkostungszimmer. Oh. Oh! Es scheint ja besonders köstlicher Wein zu sein. Aber wir haben den nicht umgeschmissen, ne? Wird da die Musik immer so? Ah, da. Du, ganz ehrlich, für 5000 oder wie die, oder 2000 ist mir das ganz ehrlich wert. So, und da gibt es dann auch noch was. Und dann sind wir fertig, oder? Sind wir komplett fertig. Haben alles erkundet. Oh, warte. Nee, Entschuldigung. Ich wollte schon wieder irgendwas zoomen. Gebäudeplan. Okay, eine Etage tiefer. Das ist Kellergewölbe. Okay, wir müssen jetzt nur noch. Oh, Entschuldigung. Der Weg ist versperrt. Es tut mir leid. Oh, jetzt steht voll die Dimitrescu hinter uns und zieht uns mit den Beinen wieder rückwärts raus. Ich habe eigentlich gesagt, ich will dahin nicht mehr zurück. Aber wir müssen wohl. Wohl oder übel müssen wir. Damit bin ich blind oder so? Ach so. Da kommen wir gar nicht mehr hin.
Wir wurden doch von einer Schwester gejagt hier und sind dann hier entkommen. Die Schwester, die wir dann in der Küche erledigt haben, you know? Da sind wir damals hier runter, da habe ich mich doch beschwert, warum die mit ihren Fliegen nicht hier runterfliegt. Ah ja. Also, hier geht's wohl nicht mehr hoch. Weil da müssten wir irgendwie in den Weinkeller. Ne? Halt, ne? Weinkeller, you know. Und hier gibt es halt eine Leiter, sieht man ja. Und die Leiter gibt es halt nur auf der Terrasse. Und zur Terrasse kommen wir nicht mal, weil der Brückenpfad hier eingestürzt ist. Das heißt, da kommen wir nicht mehr hin. Das heißt, wir können gar nicht alles sammeln. So eine Scheiße. Gut, dann den ganzen Weg nochmal zurück. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Duke, speichern wir und dann beenden wir die Folge. Und dann würde ich sagen, setzen wir die Engelsmasken ein. Hat sich Lady wieder einen Wein geholt? Die ist hier irgendwo in der Nähe, die ist irgendwo über uns oder so, keine Ahnung. Haupthalle oder irgendwie sowas. Ist aber auch irgendwie so eine Tür? Ja, ist eine Tür. Ja. Wo auch immer es da hingeht. Die ist verschlossen. Da können wir auch nichts, irgendwie einen Schlüssel oder so einsetzen, ne? Gar nichts. Schade. Milady hat's ja so gut, ne? So, das war die Halle. Aua, Kopf gestoßen. Machst du mal deine Taschenlampe bitte an? Danke. Wann das hier geradeaus? Dann hier links durch die Zellentür, dann hier rechts durch die Zellentür. Hier weiter, geradeaus an den Fässern vorbei. Hier rechts. Nee. Wo waren das nochmal? Doch. Wir müssen bloß hier lang. Ah ja, okay. Dann hier, wo es kurz frische Luft gibt. Warum auch immer hier ein Loch ist. Hier hoch. Hier rechts am Dungeon vorbei. War das die Schatzkarte eigentlich? Warte mal, Notizbuch. Oha. Okay, warte mal, irgendwo, warte mal. Entschuldigung. 9.2. Früher Morgen. Dorfanger. Gleich neben dem Wald war ein Dorf. Ich konnte einen Bewohner finden. Aber wir wurden von monsterähnlichen Kreaturen angegriffen und er wurde ermordet. Statt er hier erwähnt, dass er vielleicht noch seine Hand verloren hat oder so. Nö. Kurz darauf hat mir eine alte Frau erzählt, dass Rose hier im Dorf ist. Ich muss sie finden, bevor die Dinger ihr zu nahe kommen. 9.2. Morgen. Luises Haus. Bei einer Frau namens Luisa konnte ich weitere Dorfbewohner treffen. Aber auch sie wurden getötet, nachdem sich einer von ihnen plötzlich in eine dieser Kreaturen verwandelt hat. Jetzt verstehe ich. Diese Monster sind die Dorfbewohner. Und das Dorf wird ihr Nest. Oder ist ihr Nest. Jedenfalls habe ich als einziger überlebt und gehe jetzt zum Schloss, um nach Rose zu suchen. Weil es mir gerade auffällt, hier mit der Waffe, ne? Warte mal, hier mit der Waffe. Was ist mit dem Typen, der vor Luises Haus stand? Der kam ja nicht mehr wieder rein. Bekommt er noch eine Extrarolle? Wurde der aufgefressen? Oder. Okay. Genau. Das hier hat mich auch ein bisschen so irritiert, ne? Also, wir wurden ja kurz, bevor wir eingekesselt wurden von Heisenberg mit diesem Metallzeug, was überhaupt, was da nirgends rumlag, wisst ihr? Und war eingekesselt trotzdem. Und dann hatten wir halt diesen Run gemacht und sind halt rausgekommen, genau an dem Moment, wo er uns eingefangen hat. Das heißt, es diente nur zur Charaktervorstellung irgendwie, so alle Charaktere hier, die Puppe und Dings, den komischen, weiß ich nicht, was das sein soll, Frau Lidi Dimitrescu und Heisenberg. Ach, guck mal, hier werden die alle vorgestellt. Morgen, eine Mine. Auf dem Weg zum Schloss wurde ich von 5 Irren gefangen genommen. Das stimmt nicht. Das ist eine Falschaussage. Du wurdest von einem Irren gefangen genommen. An sich. Er hat dich gefangen genommen. Heisenberg, ein Typ mit einem Hammer. Dimitrescu, locker die größte Frau der Welt. Und wahrscheinlich auch mit der größten Oberweite. Donner hat so eine creepige Puppe. Ah, es geht gar nicht um die Puppe. Es geht um Donner. Hat so eine creepige Puppe. Ah, okay. Ich dachte, es geht direkt um die Puppe, die mich auch ein bisschen an Little Nightmares 2 erinnert hat, weißt du? Moreau
Schleimspuckendes Etwas. Okay. Miranda. Alle nennen sie Mutter. Sie können anscheinend diese Monster kontrollieren. Wer oder was sind diese Leute? Gute Frage. Oh, nein. Ich wollte das Tagebuch. Himmelwind. Hier. Morgen. Vor dem Schloss. 9.2. Vor dem Schloss stand ein Kaufmann mit seiner Pferdekutsche. Er nennt sich selbst Duke und scheint zu wissen, was hier vor sich geht. Ich traue ihm nicht. Aber für sowas habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss in diesem Schloss nach Rose suchen oder wenigstens nach ein paar Hinweisen. 9.2. Morgen. Schlossgemächer. Dieses Schloss sieht aus, als wäre es direkt aus einem alten Horrorstreifen entsprungen. Komplett mit übermenschlicher Schlossherrin und drei gestörten Töchtern. Wir hatten mit jeder etwas. Folge Nummer, was war das, 9 oder 10? sie haben mich entdeckt und an den Händen aufgehangen, haben mich befreien können. Hat aber scheiße wehgetan. Ja, du bist ja schmerzresistent gefühlt gegen alles. 9.2. Morgen. Innenhof des Schlosses. Ich kann Rose nirgends finden. Vielleicht war sie niemals hier? Vielleicht wird sie woanders festgehalten. Es gibt jedenfalls keinen Grund, noch länger in diesem beschissenen Schloss zu bleiben. Jetzt muss ich nur noch hier wieder rauskommen. Auch interessant, Rose, ich weiß nicht, ob ihr euch an Folge, ich glaube, das war 7, als wir von der Terrasse auf in ihr Gemach gekommen sind, kurz bevor wir erwischt wurden, da lag eine Wiege drinne. Er schreibt jetzt aber hier, was mir jetzt auffällt, er schreibt hier jetzt, Rose ist gar nicht hier. War sie jemals hier? Das ist ja die Frage, weil dieses Bett, was da war von Rose, das hatte keine Benutzungsspuren. So, weißt du? Okay, das können wir in der nächsten Folge machen. Ich muss jetzt erstmal hier raus. Irgendwie. Und dann schnell zum Duke und speichern und dann beginnt die nächste Folge. Hier rum. Hallo Lady, ich gehe kurz zum Duke, ja, falls du fragst. Hallo Duke, ich gehe kurz beisammen. Ich komme gleich zu dir. Puh, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin verabschiede ich mich. Wir sehen uns. Tschüss.